von wilden Kreaturen bedroht, werden unsere Truppen und unsere zivilen Einheiten hier auf Pandora, auf diesem fernen Planeten. In der arktischen Einöde ist ein Former von uns tätig, versucht hier eine Mine zu bauen, in der man Mineralien schürfen kann. Notdürftig bewacht wird er von zwei Kolonialsoldaten, beziehungsweise zwei Trupps von Kolonialsoldaten, und bedroht hier von dieser Einheit einen mächtigen Galet, einem Monster, das um ein Vielfaches kräftiger und stärker ist als die Truppen, die unseren Former hier bewachen. Und warum der doch tätig ist, mitten in der Einöde? Weil wir schon den Siedlungsort vorbereiten zur Gründung unserer fünften Stadt. Vier sind es. Hier unsere Forschungsstadt und unsere Hauptstadt göttlicher Ski. Dann hier strahlender Stahl im Westen, eine Stadt, die wir auf die Mineralienproduktion spezialisieren. Wunderblume, ganz im Nordwesten, soll zur Produktionsstadt werden. Und diese Stadt hier, Castro, ganz im Osten, haben wir in der letzten Folge gegründet und wollen wir spezialisieren zu einer Nahrungsstadt. Viele, viele Truppen haben wir errichtet in den letzten beiden Folgen, insbesondere in der letzten, notgedrungen, weil die einheimische Fauna, die Kreaturen hier auf Pandora, uns mittlerweile attackieren, immer öfter und immer wütender. Etwas weniger Sorge müssen wir uns noch machen um unsere Konkurrenten, die von der Erde hier hingeflogen sind. Es sind ja verschiedene Fraktionen, die hier zu Beginn des 22. Jahrhunderts auf diesem fernen Planeten gelandet sind, im Wettkampf miteinander wetteifernd hier. Das sind die Militaristen, die blaue Fraktion auf diesem anderen Kontinent westlich von uns. Ganz alleine haben die den, und hier im Norden unseres Kontinents hier, dort ist eine kommerzielle Fraktion auf Goldgewinnung spezialisiert, haben hier auch weitere Städte gegründet oder eine weitere Stadt gegründet auf diesem anderen Kontinent, auf dem sie gleich zu dritt sitzen. Hier die religiösen Fanatiker ganz im Osten und im Westen, die Ökopaxe, die Umweltschützer. Weltanschaulich ganz schön heterogen hier das Feld. Und bevor wir uns hier weiter darum kümmern, Einheiten zu verschieben und diese nächste Stadt zu gründen, würde ich gerne etwas nachholen, was ich euch schon angekündigt, aber noch nicht umgesetzt hatte, nämlich ein paar erklärende Worte zum Hintergrund unserer Fraktion hier. Das ist ja unser Herrscher hier, er leitet die Solardynastie, und ich fasse euch mal kurz zusammen, was hier im Kompendium, im Online, im In-Game-Lexikon über diese Fraktion erzählt wird. Wir haben ja massive Boni auf die Produktion und auf das Wachstum, aber auch einen massiven Malus auf die Umweltverschmutzung, sprich wir sind Ausbeuter, wir sind rücksichtslos. Und das kommt nicht von ungefähr, denn diese Fraktion hier kommt ursprünglich auf der Erde her aus der Volksrepublik China, aus dem großen, großen Weltreich in Ostasien, das Mitte des 22. Jahrhunderts, also ungefähr 50 Jahre, bevor hier dieses Spiel spielt, den Vater dieser Gestalt hier zum Staatschef bekommen hat. Es herrscht noch natürlich kein demokratisches System in China, in der Volksrepublik ist es heute ja auch nicht. Es ist eine Mischung aus einer Tyrannei und einer Marktwirtschaft geblieben, von heute, von der Gegenwart bis Mitte des 21. Jahrhunderts hinein, erzählt hier das Lexikon, erzählt die Hintergrundgeschichte. Und der Vater unseres Anführers, der legendäre Sheng Shi, hat skrupellos die Macht ergriffen, hat die Konkurrenten im Politbüro, in der zentralen Führungsetage der Volksrepublik China ausgebotet, hatte gleichzeitig eine private Firma, in der er sich spezialisiert hatte, auf Gentechnik, hat für die anderen Angehörigen der politischen Elite in China Nachfolger gezüchtet, also Klone von ihnen, die die dann eingesetzt haben als Nachkommen ihrer familiären patriarchalen Einheiten, ihrer Großfamilien, aber auch als Nachkommen innerhalb des Politbüros, und hat dann die Klontechnik immer weiter vorangetrieben, wurde immer reicher, immer wohlhabender und noch skrupelloser. Und so erzählt die Geschichte, im Jahre 2062
Hauptstadt fand dann der letzte Nationalkongress statt, die letzte Sitzung. Da war Sheng Shi bereits Generalsekretär und ein unglaublich mächtiger Mann, so mächtig geworden, dass man ihn gar nicht mehr entmachten konnte. Und dann kam es, tja, was es für Zufälle gibt, gab es einen Terroranschlag von Separatisten aus Uigurien und aus Nepal, aus diesen beiden von der Zentralmacht in Beijing in Peking geknechteten Regionen. Es gab Explosionen von Gasbomben im Nationalkongress im Tagungsraum und fast die ganze Elite starb. Er selber ergriff dann die Macht, hat seinen Titel von Generalsekretär umgenannt in Ministerpräsident und hat den Rest, die Überlebenden des Nationalkongresses, ausgeflogen. Und wohin? Auf einen anderen Planeten, auf einen anderen Himmelskörper. Im Orbit des Saturns hat er ein künstliches Habitat, eine künstliche große Weltraumstation errichtet, in Kooperation mit zwei anderen Fraktionen, die hier übrigens auch auf Pandora auftreten, nämlich mit dem Noxium-Konzern, das ist diese gelbe Fraktion, die nördlich von uns haust, und zusammen mit einer anderen Fraktion, sehen wir gleich nochmal. Jedenfalls hat er dort in diesem Habitat seine Mitstreiter, die er gerettet hat, in Saus und Braus leben lassen, mit Prostituierten, mit Luxusprodukten. Und es gab, schildert die Geschichte, verrückterweise, auffliegerweise dort immer eine gute Nahrungsmittelversorgung. Anders formuliert, es herrschte kein Proteinmangel. Und warum? Weil es dort wohl viele Arbeitssklaven gab, die nicht sehr lange, bei denen die Gesundheit nicht sehr lange anhielt, wenn sie für ihn geschuftet haben beim Bau der Raumfähre, die die Chinesen nach Pandora bringen sollte. Viele starben sehr früh und konnten dann aber Sheng Shi und seinen Mitstreitern einen letzten Dienst verrichten als Proteinlieferanten. Ja, jedenfalls starb er dann irgendwann doch. Sheng Shi hatte einen Sohn, einen geklonten Sohn natürlich, Yun Shi, das ist der hier. Und der wurde dann ebenfalls Ministerpräsident, hat sein Volk weiter in Sklavenarbeit im Asteroidengürtel rund um den Saturn Noxium, dieses seltene Erz, abbauen lassen und hat dann interstellare Transportschiffe bauen lassen für die Reise nach Pandora. Ja, die Geschichte erzählt, seinen Anhängern gelte eher als ein sorgsamer Landesvater, also als jemand, zu dem man aufblickt, der Charisma hat, der eine große spirituelle Ausstrahlung hat, aber faktisch ist es wohl ein Tyrann, ein Diktator, ein Menschenfresser, der überall seine Klone verteilt hat, in Schlüsselpositionen der Macht, weil er eigentlich nur einem traut, und das ist er selber, beziehungsweise seinen anderen Ichs. Und jetzt, beim Wechsel vom 21. in 22. Jahrhundert, ist er dann ausgeflogen mit seinem Volk hin nach Pandora, auf den Raumfähren, die die Sklaven gebaut hatten, und gründet hier seine neuen Städte und sein neues Reich. Das ist die Hintergrundgeschichte hier. Finde ich persönlich toll geschrieben von den Erzählern. Ich gebe zu, ich habe sie ein kleines bisschen noch ausgeschmückt, obwohl das kaum notwendig war eigentlich. Und ich finde es auch ein bisschen bedrückend und passt, finde ich, ganz gut zu der Spielatmosphäre und zu der Spielwelt hier, die alles andere als Comedy ist, als ein komisches Ereignis, bei dem wir augenzwinkernd dazugucken und die wir irgendwie nicht richtig ernst nehmen, sondern das ist ja wirklich düstere Sci-Fi, düstere Science-Fiction, eine Mischung aus Dystopie, aus einer negativen Utopie und einem großen Raumfahrtabenteuer, der Kolonisierung, der Unterwerfung einer neuen Welt und dem erbarmungslosen Überlebenskampf unserer Kolonisten gegen die Natur, gegen die Aliens und gegen die anderen Nationen hier. Eine Runde weiter. Nichts passiert, keine Meldung hier. Kommt einfach daher, weil die wichtigsten Bauaufträge weiterlaufen hier in göttlicher Schiene. Unsere Hauptstadt soll in zwei Runden ein Kolonisator fertig sein. Eine dieser Einheiten, mit denen wir eine Stadt gründen wollen. Weitere Soldaten sind hier in der Warteschleife. Hier wird Wohlstand produziert, weil wir mittlerweile sehr viel Gold ausgeben für unsere vielen Truppen. Da müssen wir zumindest in einer Stadt Wohlstand produzieren, also Credits. Hier wird eine Landwirtschaftsanlage gebaut und hier in Castro ebenfalls. Eine Runde weiter. Hier hat er immer noch nicht angegriffen, der Galet.
Er huscht hin und her rund um unsere Truppen herum. Sieht so aus, als könnte es gut gehen, hier in Wunderblume, in der Stadt, die wir als Produktionsstadt spezialisieren. Dort ist jetzt ein Gebäude fertig geworden, eine Agrikulturanlage. Hilft uns ein bisschen raus aus unserem Problem, dem großen Problem der letzten Folge, dass wir nichts mehr zu beißen hatten für unsere Kolonisten. Jetzt können wir einen abziehen, einen Bauern hier oder in einer anderen Stadt und können den, vielleicht eher in göttlicher Ski, können wir hier einen Bauern abziehen und den beispielsweise hier, na, bei einer Mineralienproduktion bringt wenig, aber bei der Wissenschaft könnten wir ihn beispielsweise einsetzen. Das wäre eine Möglichkeit. Falls ihr euch denkt, ach, ist das nicht Quatsch, in einer Runde ist die Quantisierung, diese neue Forschung doch sowieso fertig. Ja, aber die Forschungspunkte, die verfallen ja nicht etwa, die werden angespart, lohnt sich also durchaus. Hier in Castro, die Stadt ist ohnehin spezialisiert auf Nahrung, da können wir sowieso nichts anderes machen. Hier werde ich aber erst einmal was einstellen. Hier haben wir ein massives Problem mit der Umweltverschmutzung. Wenn ich hier mal eine solche... Nein, ich stelle eine Raffinationsanlage hier rein. Denn wir haben vor allem Probleme mit den Mineralien. Wir haben nicht genug Mineralien. Das soll jetzt einmal Vorrang hier haben. Okay. Was passiert, wenn ich hier den abziehe? Ja, dann mache ich das so rum. Dann werde ich jetzt doch hier den Forscher wieder wegnehmen. So. Jetzt ist, glaube ich, alles im Lot. Okay. Eine Runde weiter. Da ist der Kolonisator fertig. Da steht er. Jetzt müsst ihr den mit möglichst vielen Truppen rüber bewegen. Genau. Ich ziehe mal hier über die Straße hinweg. Wir wollen ihn ja hier auf diesem Hügel hier eine Mineralienstadt bauen lassen. Oh, ihr seht die Bewohner der gelben Stadt, die dehnen allmählich ihre Kulturgrenzen schon aus. Hoffentlich schicken die nicht bald auch einen Kolonisator los, um hier irgendwo eine neue Stadt zu gründen und kommen uns zuvor. Das wäre übel. Den müssen wir natürlich bewachen, den Kolonisator. Und da das eine wertvolle Einheit ist, wollen wir mal unsere besten Truppen hier mitschicken. Eine Garnison schicke ich mit und gleich noch eine zweite Garnison. Zwei, das sollte eigentlich reichen, denn hier haben wir ja auch noch zwei Kolonialsoldaten. Das wäre, glaube ich, okay. Ja, kommt in etwa hin. Oder können auch gleich eine dritte noch mitschicken. Ach, wir können es auch so lassen. Okay. Wunderblume hat einen Bewohner mehr. Er wurde jetzt hier als Bauer eingeteilt zur Arbeit. Ist auch gar nicht so schlecht. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Lassen wir auch dort. Eine Runde weiter. Ja, eine neue Forschung. Die erste in dieser Folge. Wir haben durch diese neue Technologie Quantisierung das Gebäude Quantenphysiklabor freigeschaltet, das zwei Gratis-Forschungspunkte bringt und, wenn es errichtet wurde, einen Forschungsbonus lokal in dieser Stadt von plus 25%. Das heißt, wir müssten jetzt wirklich langsam anfangen, hier ein göttlicher Ski noch ein bisschen weiter hier die Forschung hochzutreiben. Ich setze mal einen Bauern hier weg wieder und dann haben wir wenigstens einen Wissenschaftler hier eingesetzt und hier eine Garnison 2, die wird in der nächsten Runde fertig. Das ist ja auch okay. Und ziehe dann hier... Ach so, eine weitere Forschung wollen wir noch einteilen. Ich glaube, da gehen wir hier hin zur holographischen Projektion über die schweren Kriegsmaschinen hin. Die holographische Produktion bringt das Holotheater plus 4 Moral in jeder Stadt und damit einen großen Produktionsbonus insgesamt für alle Ressourcen, die es dort gibt. Ja, und dann gibt es hier noch die schweren Kriegsmaschinen. Damit hätten wir eine neue starke Landeinheit. Das wäre wirklich eine feine Sache. So, jetzt ziehen wir hier weiter langsam vor. Sieht ganz gut aus. Ah, hier wurde eine neue Stadt gegründet. Schaut mal hier, in Lehmann. Da wurde sie errichtet. Die sind uns tatsächlich zuvor gekommen. Ist aber nicht so schlimm für uns. Wir wollen ja hier eine Stadt errichten. Und die können uns auch nicht angreifen, wir Siedler da auch nicht, weil die Noxium-Gesellschaft, mit denen haben wir... Nein, wir haben keinen Nicht-Angriffspakt. Wir könnten sie also tatsächlich jederzeit mit unseren Truppen angreifen und könnten hier einfach reinmarschieren nach Lehmann. Das ist natürlich sehr, sehr verlockend. Das ist verlockend. Oh, die haben aber einen Avenger-Panzer. Eine verdammt starke Einheit.
Okay, die ist jetzt noch nicht so stark, weil sie angeschlagen ist. Aber wenn die ausgeheilt ist, dann können wir der kaum widerstehen. Ich glaube, ich neige jetzt sogar dazu, weil wir im Augenblick keine Einheit haben, die da mithalten könnte, schnell den Herrschaften selber einen Nicht-Angriffspakt vorzuschlagen. Den kann man ja immer noch später wieder aufkündigen. Ich glaube, das mache ich mal ganz schnell, weil das habe ich nicht gewusst, was für starke Einheiten die hier verfügen. Ich biete einen Nicht-Angriffspakt an. Na, wo ist der denn? Ach nee, hier steht, wir hätten einen Nicht-Angriffspakt. Habe ich mich verguckt? Da steht er. Pardon, alles klar. Wir haben einen, dann bin ich ja beruhigt. Habe ich mich völlig umsonst aufgeregt? Unglaublich. So, hier, der Former hat die Mine jetzt fertig errichtet. Und damit können wir jetzt auch... Na, ich ziehe den anderen mal entgegen. Mit dem Former hier und... mit dem Kolonialsoldaten und den schicke ich hinterher. Okay, können wir weitermachen? Ja, können wir. Eine Runde weiter. So, erstmal die Buttons hier. Ah, das ist ja interessant. Lady Vermilion hat Direktor Preston den Krieg erklärt. Das heißt, Lady Vermilion, das ist die religiöse Fanatikerin, die hier in Stonehenge und in anderen lilafarbenen Städten wohnt. Ganz gefährliche Frau, kenne ich aus anderen Partien. Die ist sofort bereit, aus irgendeinem Impuls heraus, vielleicht einem göttlichen Zuruf, anderen Menschen den Krieg zu erklären. Die geht für ihren Glauben über Leichen. Sehr, sehr unangenehme Zeitgenossin. Sie hat Direktor Preston den Krieg erklärt. Also, dem, mit dem wir uns gerade noch auseinandergesetzt haben, hier... Goldschmitz heißt seine Stadt und Templars und Lehmann, unser gelber Nachbar. Die Noxium-Gesellschaft, dieser Konzern, die haben jetzt Krieg mit denen. Und das ist natürlich gut, weil die werden jetzt, denke ich mal, alle Truppen hier konzentrieren, die Gelben, und werden versuchen, sich zu behaupten. Und mit ein bisschen Glück wird dann hier, werden die beiden Städte entblößt von Truppen und vielleicht können wir dann auf eine Weise unser Reich erweitern, an die wir kürzlich noch gar nicht gedacht hatten, nämlich nicht auf friedlichem Wege, sondern auf kriegerischem. In göttlicher Ski ist eine Garnison fertiggestellt worden, genau. Aber da kommt mir eine ganz gute Idee. Nein, erstmal wird hier natürlich jetzt das... Also die Agrikulturanlage brauchen wir auch. Wir haben immer noch ein Nahrungsproblem. Die lasse ich hier mal weiterbauen. Die brauchen wir einfach. Da führt kein Weg drumherum. Und in Wunderblume ist die Raffinationsanlage da. Prima. Das heißt, dass wir hier bei plus minus null sind bei Mineralien. Das ist sehr schön. Umweltverbesserungsanlage, die brauchen wir hier ganz, ganz dringend. Die ziehe ich mal vor. Die sollte hoffentlich bald da sein. Ihr seht hier, Umweltverschmutzung ist bei 5 und bringt uns massive Mali dadurch bei der Moral. Und dadurch werden alle Werte in Mitleidenschaft gezogen. Alles, was da produziert und erzeugt wird, wirklich unangenehm. Aber die Idee, die ich habe, hier, schaut mal in der Werkstatt, wir haben ja schon eine starke Einheit. Hier, das Barracuda Wasserfahrzeug. Falls ihr euch fragt, was soll man denn mit einem Schiff? Die können doch keine Städte verteidigen, oder? Doch, können sie. Wir haben ja auch ausschließlich Küstenstädte, 4 Stück. Hier werden wir eine fünfte Küstenstadt bauen. Und die können tatsächlich Städte verteidigen. Das heißt, wenn wir in jeder Stadt beispielsweise ein Schiff reinsetzen, dann wäre das gar nicht so schlecht. Und davon erzeuge ich mal eine Kopie. Nein, das ist gar nicht nötig. Ich nehme das Original, dieses Barracuda-Wasserfahrzeug. Nenne das mal der Einfachheit halber Barracuda 1. Das ist ja das, was wir jetzt hier machen werden. Und wie werden wir das bewaffnen? Als Panzerung bekommt das eine Titanpanzerung. Schaut mal oben in die Kampfstärkepunkte. 4 Kampfstärkepunkte, 32 Produktionskosten. Jetzt klicke ich hier auf Titanpanzerung. Beides nimmt um 50% zu. 6 Stärkepunkte. Es verflucht viel in dieser Spielphase. Das ist natürlich super. Und fügen wir bei Ausrüstung noch was dazu? Ich denke nicht. Wir könnten... Zwar reine Verteidigungseinheit, ist mir das zu schade. Lass ich mal weg. Barracuda 1, das sollte reichen. Okay. Und das heißt, das könnten wir eigentlich jetzt überall machen. Ich werde jetzt tatsächlich mal überall hier einen Barracuda einstellen. Genau, wie teuer ist der? 2 Gold. Oh, wir haben Gott sei Dank viel Gold auf der hohen Kante. Das heißt, wenn wir gleich ins Minus geraten, ist das nicht so schlimm. Zur Erinnerung, diese Credits werden vor allem durch Steuern erzielt, also durch die Gesamtzahl der Bürger in den Städten. Und in göttlicher Ski selber auch. Lassen wir es erstmal bei der Agrikulturanlage.
Hier haben wir, glaube ich, in der Wunderblume auch... Nee, haben wir nicht. Wir haben noch keine Ausbildungsanlage. Okay. Wie sieht das hier aus? Na, da können wir uns in strahlender Stahl noch nicht leisten. Wir haben zu wenig Mineralien. Können wir uns noch nicht leisten, eine Produktion einzugehen? Hier können wir uns leider auch noch nichts leisten. Wir müssen hier einfach noch ein wenig abwarten. Aber... Ja, das ist echt alles... Gehen wir mal. Ich ziehe mal die Umweltverbesserungsanlagen nach oben vor. Einheit befehligen. So, jetzt wollen wir hier langsam vorziehen. Mit der Garnison eins hoch. Hier eins hoch. Mit dem Kolonisator hinterher. Mit der Garnison hinterher. Ich bilde mal einen Stack. Alle auf einen Platz. Alle auf einen Ort draufgestellt. Genau. Dann beschützen und beschirmen die sich gegenseitig. Die Garnison hier ist fertiggestellt. Prima. Zug beenden. So. Jetzt ziehen wir mit dem Kolonisator weiter vor. Hier wollen wir ja die Stadt gründen. Ziehe ich hier hin. Und dann können wir auch mit allen anderen Einheiten gleich hinterherziehen. So, prima. Ja, und jetzt haben wir hier den Kolonisator. Ziehen ein Feld vor, großartig, und werden jetzt mit ihm eine neue Stadt gründen. Hervorragend. Wie könnten wir die eigentlich nennen? Bei all den Mineralien, die da in der Umgebung liegen und bei diesen Pilzen östlich davon und in dieser arktischen Kälte. Viele Anreize, viele Ideen kommen da in mir hoch für einen guten Namen. Irgendwas Kaltes, irgendwas mit Bergbau, irgendwas mit Pilzen, irgendetwas auf jeden Fall, was wir erst in der nächsten Folge festlegen werden. Dann werden wir die Stadt gründen und ihr einen Namen geben. Und dann werden wir schauen, was wir möglicherweise mit dieser Noxium-Gesellschaft an Bösem anstellen könnten, beziehungsweise was wir uns Gutes antun könnten, wenn wir versuchen, die Zahl unserer Städte auf eine Weise zu vergrößern, die unserem Konkurrenten vielleicht nicht ganz behagen wird. Bis dann, macht's gut, tschüss!